Da vielleicht? Nein. Da vielleicht? Nein. Auch nicht. Huh. Also wie gesagt, was ich noch vermisse, ist so dieses Teil hier unten, wo dieser Strich ist und dann hier so noch so ein Haken dran. Noch so komisch Kaugummi drüber geklebt. Ja, nein. Okay, dann brauche ich dann jetzt irgendwas, was da so in so einem kleinen, dünnen Ding runtergeht. So, nee, das nicht. So, der auch nicht. Der vielleicht? Ja! Halt, was ist denn? Nee, der vielleicht? Hm. Der würde vom Prinzip her da reinpassen, aber der passt optisch da nicht rein. Aber der. Huh. Also das sah vorhin auch noch wesentlich einfacher aus. Vor allem, weil das alles so unzusammenhängende Farben sind. So, da muss hier jetzt irgendwie noch so ein Stück runtergehen. Da nicht, da nicht. Okay, was wird dieses denn hier? Also hier muss irgendwas ziemlich Ausgefülltes hin. Aber so nicht. So? Ah. Also wir nähern uns scheibchenweise. Aber wirklich scheibchenweise. Warum kann ich hier nicht klicken? Weil es wahrscheinlich irgendwo die Richtung hingehört, aber irgendwie anders. Okay, so wird's abknicken. Gut, dann nehmen wir irgendein Teil, wo es gerade lang gehen muss. Mann, 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 Mann. Das ist gar nicht so einfach. Oder es kann natürlich sein, dass ich mich heute auch echt extremst anstelle. Oh Mann. Haha. Gut, dann kommt da jetzt... irgendwie sowas? Ja. So, dann brauche ich da noch einen Teil mit so ein bisschen was in der Ecke. Nee. Nee.
halt, warte mal, dieser hier. Ne, der passt, der geht aber nicht so in den. Ah, aber da passt er gut hin. Nein. Ja. Ich versuche gerade einmal zu sehen, was das schon mal sein könnte, aber im Moment sieht es noch sehr abstrakt aus. So, der passt da rein. Ich weiß nicht, seht ihr jetzt schon, was das wird? Weil im Moment sehe ich es auf jeden Fall noch nicht. Ah, da ist das Teil, was ich gesucht habe. Verdammt. So, dann haben wir das. Dann haben wir das. Jetzt nähern wir uns endlich in Riesenschritten. Ey. Warum nicht? Anders? Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Ja, das passt wirklich nicht. Hä? Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Geh rein! Geh rein! Verdammtes Ding, du sollst... Upsi. Und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit. Ei. Ein Sicherungskasten mit Taschenlampe. Und Sicherungsschalter. Das System rebootet? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Hm. Irgendwas Cooles. R... U-F-U-S. Die da Scherbe ist so jetzt Tam-Tam endgültig von. Im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Allerdings auch nicht besser als vorher. Okay, den Kaugummi habe ich, eine Taschenlampe habe ich auch. Warum habe ich die Taschenlampe erst jetzt gefunden? Ich hätte während der Mainbike-Fahrt Grimassen für Goal schneiden können. Okay. Okay, das Teil haben wir komplett schön kaputt gemacht und wir können jetzt hoffentlich endlich den Fahrstuhl benutzen, was mit Sicherheit auch alles nicht so einfach gehen wird, weil bisher war noch gar nichts einfach hier. Nein, 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 nein. R-U-F-U. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Geht doch. Ja, herzallerliebst. So weit, ich sehe so schon gut. Wieder einen Hebel. Oh, jetzt nein. Heißt es warten. Hm? Was ist das für ein Geräusch? Oh oh. Ein oh, Beamtenkreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Oh oh. Ein Notboot. Was für eine Schönheit. Stark, robust und bis auf ein paar Schrammen noch prima in Schuss. Ach ja, Spiegelungen im Fenster sind schon was Tolles. Okay, da ist auf jeden Fall ein Notboot. Das könnte sein, dass wir uns da gleich rein verkrümeln müssen.
Den Hebel ziehen wir auch nochmal, einfach weil es ein Hebel ist und ich hasse Hebel. Ich hasse echt Hebel in diesem Spiel. Eine Flagge. Das ist nicht der Stoff, aus dem Helden gemacht sind. So viel steht fest. Nimm die mal mit, warum nicht? Flaggenmast. In Elysium werden sie mich mit wehenden Fahnen begrüßen. Ich und Konfetti. Nicht. Oh ich Junge, nicht. Ich liebe Konfetti. Puh. Wie puh? Puh. Kann ich da was anderes dann aufhängen? Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Oh nein, wieder eine Idee, die am Hinterkopf fällt. Oh no! Flagge, öliger Mob, na super. Taschenlampe. Flagge. Ich brauche kein Licht im Inventar. Ich ordne alles nach einem unfehlbaren... Hey, wo ist mein Eimer? Stimmt, ich hatte mal einen Eimer. Gut, sonst haben wir aber nichts. Nicht, dass ich nochmal zehnmal kommen muss zum Wiederkommen. Hier, Schnörkel. Dieser Schnörkel unterscheidet sich von den anderen. Sympathisch. Ja, das, dann nehmen den Schnörkel mal mit. Den hätte ich jetzt nämlich wieder und übersehen. Hallo, ich bin ein französischer Fisch. Hehe, Granate. Ja, so bescheuert. Ich könnte mir aus dem Schnörkel und der Stange einen Greifhaken bauen. Hm, kein schlechter Einfall. Aber ich warte mal damit, bis ich so etwas wirklich brauche. Upsi. Ah, das sagst du doch jetzt nur, damit es nachher nicht so einfach wird. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Was ist das? Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Kletus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Kletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Rührenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Moment mal, dieser Kletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Kletus vorknüpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Natürlich hat er Angst, natürlich wird er dich hintergehen. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Da kannst du mal von ausgehen. Nein! Scheiße, jetzt müssen wir uns da oben zoffen, oder was? Oh, 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 was das wohl alles jetzt mit sich bringen wird, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, komm her, du Arschloch. Du Lump.